Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher hier in den düsteren Kloaken von Vysima. Für alle, die es nicht wissen und die sich die vorherige Folge nicht angeguckt haben, wir haben in der vorigen Folge die Bestie erledigt und wir wurden danach auch gleich eingesperrt, weil es so schön ist. Und nur durch einen Deal, dass wir hier eine Gorgo erledigen. Ich weiß noch nicht ganz, was das für ein Vieh ist, aber es ist irgendein Biest. Dürfen wir dann den Kerker verlassen ohne irgendetwas? Dürfen wir einfach weggehen? Das ist schön. Wir haben von denen ein Silberschwert bekommen. Und wir haben hier unten den netten Siegfried gefunden, der uns zur Seite steht hier unten. Wir haben uns das letzte Mal hier entschlossen, dass er mit uns mitgehen darf. Okay, geh mal runter. Moment, ich geh mal. Ja. Vorstelle, da kann ich mich. Ich versuche immer die Leertaste zu drücken beim. Für Springen. Obwohl ich vergesse immer, dass es einfach bei dem Game nicht geht. Hier ist alles abgeschlossen. Das heißt, ich kann gar nicht Angst sehen. Da. Ein Ort der Macht. Ja, ich weiß nichts. Ritual der Magie durchführen. Ich weiß ja nicht mehr, was das war. Ich weiß nicht. Heute, glaube ich, heute im Anschluss. Ich glaube, entweder im Anschluss an diese Folgen, was jetzt kommen, beziehungsweise auch, oder auch unter der Woche, vielleicht am, wahrscheinlich dann am Mittwoch, wenn unter der Woche, dann am Mittwoch, würde ich gern diese Vorlesefolge machen. Ich gucke jetzt einfach mal, ich mache jetzt einfach mal das. Alter Magie, was kann das? Zeichenintensität um. Ach du Scheiße, das sollte ich öfter machen. So. Ja, ich kann mich. Ah, genau, ich habe neue Talente erworben. Ihr wisst ja, diese. Ich wollte ja einmal so eine Zeichen, so eine Vorlesefolge machen, wo man bestimmte Sachen vorliest. Ja, wo ich diese ganzen Glossartinger vorlese, die man alle findet. Jetzt habe ich nämlich schon, ich glaube, 10 Stunden sind sicher Witcher aufgenommen. Ja, nicht ganz 10 Stunden. Aber ich sage jetzt mal rund 10 Stunden Witcher aufgenommen und natürlich nichts von diesen Hintergrundgeschichten. Diese ganz einfachen Sachen gibt es natürlich nicht. Also gab es nicht viel. So, das. Also, ich muss mir leider das wieder angucken. Ich weiß nicht, was. Muss jetzt hier gucken, was man hier alles machen könnte. Geralt. Das ist ganz interessant. Das nehme ich jetzt mal mit. 8. Und Igni habe ich ja. Igni habe ich letztes Mal gelernt. Starten, Rechtsklick und gedrückt halten. Okay, Schaden plus 10%, Schaden plus 20%. Wir haben jetzt natürlich eine schon dabei. Ich will mir jetzt natürlich, es gibt, ich habe im Internet mal nachgeguckt, sorry, aber ich muss jetzt mal sagen, dass ich im Internet mal nachgeguckt habe. Da gibt es eine, naja, ich sag mal. Silberschwert ist hier ganz interessant. Das nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich meine, ich weiß, es wäre eine andere Sache auch noch sinnvoll gewesen, aber hey. Ich habe im Internet mal nachgeguckt, Skillung und so, wie man das vielleicht eventuell ein paar Ansätze, was es, ob es für Infos gibt, also Tipps, nicht eine komplette Skillung. Nicht eine komplette Skillung. Sondern einfach nur Tipps. Ja, also Tipps, was ist, was so möglich, was so möglich. Ah, Katze, das ist super. Schneesturm. Met aus Soden, mittlere Alkoholquelle. Einfach nur Tipps, ja. Die hau ich mir jetzt mal rein. Katzentrank. Und da habe ich gelesen, dass es eine Skill gibt. Die ist ziemlich mächtig. Hallo? Die ist ziemlich mächtig, weil die braucht einfach viele. Irgendwie in Verbindung mit. Mit dem Igni-Zauber. War da eine Verbindung. Die würde ich sehr interessant finden, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging oder keine Ahnung, wie man das überhaupt macht. Also. Da braucht ihr keine großen Hoffnungen drauflegen oder irgendwelche Angst Wir haben, unterhalten uns später. Ja, Die ja. Gorgo ist ein gefährlicher Gegner. Dass wir uns da irgendwie verrennen oder.
Da jetzt genau das nachskillen. Unbekanntes Grad kann nicht gesammelt werden. Mist. Ja. Und da dachte ich mir einfach mal, ne, ich guck's. Wie gesagt, ich guck's mal nach und dann bla bla bla. Und ja, das war's dann. Ritual der Magie durchführen. Nee, brauche ich nicht machen. Hab ja das jetzt schon. So, ich hau mir mal den Kampfstil rein. So. Und ja, also wie gesagt, keine. Ihr braucht euch echt keine Sorgen machen. Ich weiß nichts mehr davon. Ich versuche natürlich. Ich will jetzt nicht forskillen, ich gucke jetzt nicht die ganzen Skillungen immer wieder durch, weil es mich nicht interessiert. Ja, ich will jetzt da einfach nicht. Ausgang zum Tempelbezirk und Gorgonest. Okay, wir gehen jetzt einfach mal zum Tempelbezirk. So. Ja, wie gesagt, ich will da jetzt einfach nicht mir auch irgendwie den Spaß verderben, immer wieder alles durchgucken, wie was funktionieren könnte. Das ist erstens mal nicht meine Art. Zumindest nicht beim The Witcher. Also beim Witcher, nicht bei The Witcher, sondern beim Witcher. So, das ist natürlich überhaupt nicht geskillt. Das heißt, wenn die Gorgo ein paar Freunde hat, wie Ertrunkene, haben wir natürlich ein Problem. Wir unterhalten uns aber später. Ist egal. Die Gorgo ist ein gefährlicher Gegner. Was wollte ich? Ich will ganz Zeit schon das eine erzählen mit diesen. Wie heißt das noch? Wie ist das nochmal schnell? Mit diesen Skills, ja. Ich bin einfach dieser Typ, der einfach durchguckt und immer wieder die gleiche Skillung, also die Skillung anschaut, was man machen könnte, bla bla bla. Deswegen. Was? Hallo? Gera. Hinter euch. Was? Hä? Oh. Oh. Ist es die Gorgo? So, ich sollte vielleicht einen anderen Skill nehmen. Den Schwerkampfstil. Komm schon. Stirb, jawohl. Die große Flucht. Okay, dann haben wir das erledigt. Die Gorgo ist tot. Wo war noch gleich der Ausgang? Ich glaube, ich kann nicht denselben Weg zurücknehmen. Kommt, ich führe euch zum Ausgang. Gut. Ich will aber nicht zum Ausgang. Gorgo Kopf, sehr schön. Malakat Zephira. Ah, sehr schön. Sehr schön. So, jetzt nochmal ganz kurz. Ja, ich will jetzt nicht sagen, gar nichts. Also, ich will jetzt nur ganz kurz sagen, Skillung. Ich gucke mir jetzt nicht jedes Mal alle Skillungen an. Silber, Gold, alles was es gibt. Um dann nachher einfach die perfekte Skillung zu haben. Sondern ich skill einfach mal, weil wir haben sowieso noch keine Silberpunkte, das heißt, ich skill einfach mal ganz gemütlich ein paar Sachen durch und schau einfach mal, also ich versuche nicht jetzt aufbauen zu skillen, sondern ich skill einfach mal, was mir jetzt mal gefällt. Und ja, Silberschwert brauchen wir jetzt sowieso, also von dem es geht. Ich muss Vincent den Beweis für das Töten der Gorgo geben. Ja, die haben wir jetzt mit, hängt die da irgendwo runter? Ja. Der wartet auf uns. Hier war das Gorgonest. Hier war der. Warte mal, da vorne war der Ausgang? Oh! Okay, ich dachte. Was? Waren wir nicht vorher nicht hier? Warte, macht, wir waren hier? Hä? Hä? Okay, ich guck mich einfach noch ein bisschen um. Schade, definitiv nicht. Vielleicht. Brauche ich nicht. Vielleicht finden wir noch was im Nest der Gorgo. Das müsste hier gewesen sein, ne? Lagerfeuer, ja. Spieler und das Nest der Gorgo ist hier. Aber die haben wir schon erledigt. Ging schneller als gedacht. Aber ich gucke mich mal um. Es gibt hier sicher auch noch ein paar Ertrunkene. Dieser Katzentrank ist der Wahnsinn, den muss ich mir unbedingt öfter herstellen. Da ist man in, da sieht man in der, also da sieht man so viel, das ist echt der Wahnsinn. Beutel.
Ritterleichnam. Hier waren wir aber... Moment, ich muss auf der Karte nochmal gucken. Nein, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Er wartet schon brav da vorne. Das passt schon. Ah, Schlüssel. Rostige Schlüssel mit dem Bild der Löwenkopfspinne. Kopfspinne. Ah. Jetzt sind die Gitterstäbe auch aktiv. Abgeschlossen. Hm. Ich dachte, vielleicht könnten wir jetzt irgendwo... Was? Was? Egal. Also eigentlich sollen wir immer alles durchgucken, aber... Komm, Siegfried, gehen wir! Diese Tür führt aus der Kloake hinaus. Hier trennen sich unsere Wege, aber... Still. Ich höre Schritte. Seltsam. Nur wenige würden sich hierher wagen. Es ist der weißhaarige Dreckskerl. Tötet ihn! Den Ritter auch! Geh weg! Okay, wir haben zwei Gegner. Können wir eigentlich das verwenden? Da können die Gegner nicht ausweichen, kommt mir vor. So, ich muss die Kloake verlassen. Hallo. Freunde von euch? Unbedingt, ja. Kann man so sagen. Die Schurken mit den Salamander-Abzeichen stören mich schon eine ganze Weile. Wer hätte euch wohl in den Kloaken vermutet? Der Hauptmann der Wache, der Irrer aus dem Gefängnis und die Häftlinge. Ich habe mit der Gorgo um meine Freiheit gekämpft. Hm, eine überschaubare Zahl von Verdächtigen. Vermutlich löst ihr dieses Rätsel, wenn ihr den Anführer der Banditen findet. Ich habe einen Freund in Visima, der Detektiv ist. Bittet ihn um Hilfe. Wohin des Weges? Ich habe in meinem Quartier mancherlei zu erledigen. Dann ziehe ich aus, um Bestien zu jagen, da die Welt noch voll von ihnen ist. Das habt ihr gut gemacht, Siegfried. Schön, dass wir uns begegnet sind. Ich muss meine Habseligkeiten abholen. Vergewissert euch, dass alles da ist. Jesro ist für seine langen Finger bekannt. Gehen wir. Hier ist der Schlüssel zum Durchgang in die Stadt. Vor einigen Tagen schloss ich die Tür ab, um die Gorgo einzusperren. Danke. Ich nehme lieber nicht den Weg, den ich gekommen bin. Vielleicht sehen wir uns wieder, falls ihr je die Kloaken besucht. Ich komme öfters her, auf der Suche nach Monstern. Ah, eure heilige Mission, die Menschheit zu beschützen. Euer Sarkasmus ist unnötig. Wir sind auf derselben Seite, Hexer. Das werdet ihr auch noch verstehen. Lebt wohl. Und danke. Falls ihr mich jemals braucht, ich bin im Posten in Visima. Okay, danke Siegfried. Neue Quest verdächtig an Vincent Meiser. Ich muss mit Vincent über die Salamander sprechen. Jawohl, wird erledigt. Schwarzpulver, bla bla bla. So, den Dolch brauche ich nicht. Was ist denn das für ein timerisches Stahlschwert? Das lassen wir lieber da, das brauche ich nicht. So, ich kann ja sowieso nur hier lang gehen. Also von dem her... Auf nach oben! Also heute wird auch wieder keine lange Folge, es ist eine Stunde, ne? Ich wusste einfach nicht, was ich Let's Playen soll. Ich habe kein anderes Let's Play, kein aktives mehr. Abgesehen von Witcher. Ja. Deswegen wusste ich einfach nicht, was ich jetzt so Let's Playen soll. Visimas Tempelbezirk. Huren, Mörder und Bettler. Der Salamandra-Stützpunkt muss in der Nähe sein. Was ich ganz interessant finde, bevor ich jetzt weitergehe, ist ja, dass wir jetzt schon im zweiten neuen Eintrag im Tagebuch, oh, der Tempel Leipzig, dass wir jetzt im zweiten Kapitel schon sind. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich dachte, wir sind gar nicht so schnell, ja. Aber anscheinend sind wir jetzt doch schon im Bezirk. Also sind wir jetzt schon da. Rettung. Kann ich sicher was reingeben, aber. Hey! Hey, Soldat! Ihr könnt sicher gut mit dem Schwert umgehen. Was gibt's? Hört, kurz vor dem Krieg habe ich Familienerbstücke und ein paar andere Wertsachen in den Kloaken versteckt und jetzt... Wollt ihr einen Fremden anheuern, um sie wiederzubekommen? Ist das euer Ernst? Wenn ihr mich ausrauben wolltet, wärt ihr ruhig geblieben.
Ich kenne euch nur zu gut. Ich habe euresgleichen im Krieg gesehen. Der Tod war ihr ständiger Begleiter. Wie lautet jetzt der Plan? Ich sah Eindringlinge. Ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, wollte ich das Versteck erreichen. Aber ihr könnt alles behalten, wenn ihr mir nur den Familienring zurückbringt. Warum ist dieser Ring so wertvoll? Familienangelegenheiten. Nicht weiter interessant für euch. Mit dem Ring komme ich zu meiner Erbschaft und das ist das wahre Vermögen. Erzählt mir mehr, aber wisset, ich töte keine Menschen. Geduld. Ich bin noch nicht fertig und ihr zieht schon voreilige Schlüsse. Untote treiben sich bei meinen Habseligkeiten rum. Ich will nur meinen Ring wiederhaben. Das mit dem ich töte keine Menschen ist natürlich ein bisschen gelogen, weil wir haben ja Salamandra getötet, das sind ja auch Menschen. Aber die greifen uns an, also wir verteidigen uns nur selbst. Also das widerspricht sich zwar, aber ist ganz legitim. Gut. Wir helfen ihm. Und ich behalte alles, außer dem Familienring? Genau. Da sind so einige Wertgegenstände in der Kiste. Gehört alles euch, im Tausch gegen den Ring. Dieser Schlüssel öffnet das Tor in den Kloaken. Wo genau kann ich dieses Versteck finden? Geht in die Kloaken und sucht nach einem Tor, links vom Eingang. Mein Schlüssel sollte passen. Dahinter findet ihr die Gruft, wo ich die Truhe versteckt habe. Und wo finde ich euch, wenn ich zurückkehre? Ich werde jeden Morgen hier warten, bevor ich mein Tagwerk beginne. Okay, ich muss in die Kloaken gehen und eine versteckte Truhe finden. Seit 3 Tagen hatte ich keinen Bissen. Das ist traurig. Ich würde dir gerne was schenken, aber ich kann nicht. Ich habe nichts zu essen. Das ist auch sehr traurig. Ist es finster? Nee, es ist morgen. Wir könnten jetzt eigentlich gleich wieder zurück in die Kloake gehen. Einfach aus dem Grund können wir in die Kloake gehen, weil wir könnten wir die Quest abschließen gleich. Und es wird zwar vielleicht länger dauern. Ja, ich weiß nicht. Doch, wir können jetzt schon in die Kloake gehen. Das sollte, das ist ja egal. Gehen wir einfach in die Kloake rein. Huch! Ah, ja. Schön. Kann jetzt wahrscheinlich überall reinlatschen. Ja, die Frage ist halt... Oh, ein Graweier. Ich weiß ja nicht. Neue Region wird betreten. Alter! Komm, ich muss ihn erledigen, bevor die anderen zwei kommen. So, der ist tot. So, kurz Spiel unterbrechen, den Igni-Zauber rein. So, jetzt kommt. Na komm! Hallo, Geralt? Das sind jetzt keine Hunde, genau genommen. Ich weiß gar nicht, wo der den Schlüssel eigentlich hat. Tja. Habe ich das gedacht? Hautbarer Gegenstand, nehme ich gleich alles mit. Hier sind auch Überreste. Alter. Okay, die Gruft ist ein bisschen riesig. Okay, wir gehen mal hier lang. Ja, das mit dem Speicherskibins wegzudingsten ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das werde ich jetzt doch nicht. Das werde ich doch nicht machen. Seewandpilze. Nehme ich mit. Kann ich anscheinend mitnehmen. Vielleicht lernen wir hier gleich einen neuen Zauber kennen. Oh, die Geräusche sind echt nicht geil. Ja, das mit den Speicherscreens werde ich einfach lassen.
werde das schon überleben. Kommen wir eigentlich Schaden? Ich bin mir gar nicht so sicher. Doch. Man bekommt Schaden. Man muss ja auch immer... Irgendwie muss man ein bisschen pushen. Also... Sonst wäre es ein bisschen zu leicht, glaube ich. Okay. Wo geht's jetzt zu Krawaev? Geradeaus ist das Ding. Okay, wir können links oder rechts gehen. Geradeaus geht nicht. Aua. Ich höre gerade, ob ich vielleicht einen anderen Kultreff sehe. Aber hier nicht so. Ah, da ist noch einer. An der gleichen Stelle kam einer raus. Ja, also das Silberschwert hat es dann doch ein bisschen mehr drauf. Oh, da ist noch einer. Piss dich! So, wir müssen aber schauen. Okay, da ist noch einer. 17 Damage, gleich weniger. Noch einer? Jo. Ich glaube, den haben wir geskillt, ne? Weil der macht wirklich enorm Damage. Kann aber natürlich auch im Schwert liegen. Was ist denn das Schwert? Abhängig von Stil, naja, es ist unwirksam gegen Menschen. Naja. Naja, das. Ich würde es nicht als unwirksam gegen Menschen bezeichnen. Wir haben ja vorher auch schon Menschen damit getötet, also es geht. Okay, das war's. Ich sollte mir vielleicht... Ja, ich will jetzt aber keinen Trank verschwenden. Das ist eigentlich eher mein Problem. Ich hätte hier unten hätte ich einen Schneesturmtrank. Ah, ich habe doch gar... Ich habe gar nichts. Okay. Naja, ich werde schon überleben. Boah, das Geräusch ist echt nicht geil. Ist da mein Lagerfeuer? Neue Region betreten, die Halle. Hier ist die Kiste. Hier war doch was Größeres, glaube ich, am Werk. So, wir könnten natürlich meditieren, das macht aber keinen Sinn. Aber wir haben auch nicht mal genug Zutaten, glaube ich, um irgendeinen Trank herzuzaubern. Nee, gar nicht. Schwalbe wäre ganz cool, aber wir haben nichts. Na, das ist blöd. Das heißt, meditieren brauchen wir auch nicht. Komm, steh auf, Geralt. So, ich speichere dann nochmal kurz. Das Rauschlein geht nicht so gut, weil ich speichere. Ja, gut, okay, ich speichere, das ist zu tragisch. Aber. Das sieht mir einfach nach einer monströsen Falle aus hier. Oh, nice. Urin. Also, 10 Urins. Ein Rubin, ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Nochmal Urins. 700 Menschen, ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Und der Familienring. Ich muss zu meinem Auftrag hier zurück. Ich muss es. Schön. Mit dem Schlüssel können wir uns natürlich noch etwas mehr in den Kloaken umschauen. Ich glaube, dass da jetzt nämlich noch mehr, also dass da mehr Platz ist, dass man da jetzt mehr Sachen findet. Abgesehen von diesen Untoten hier. So,
Das reicht mir. So. Ich meine, ich lasse mich hier nicht verarschen von euch. Dämlichen Viechern. So. Mal kurz auf der Karte schauen. Wir waren jetzt hier, ne? Wir waren hier. Dann würde ich gerne hier lang gehen. Unbekanntes Kraut kann ich jetzt nicht farmen. Diese Viecher, die schrecken mich immer, das ist furchtbar. Was? Kommt denn der schon wieder her? Kommen diese Ghule immer her? Die sind auch überall zu finden. Ich meine, ich hab nichts dagegen. Ah, die Fackel brauche ich nicht. Die Gruft. Gruft, okay. Haben wir hier jetzt schon? Hä? Hier waren wir ja schon, oder? Das ist überall die gleiche. Nein. Ich glaube, hier sollten wir noch nicht sein. Regeneriert Vitalität finde ich ganz super. Schmeiß ich mir mal rein. So, wie immer das ist. Ich habe jetzt nicht geguckt. Halle, okay. Okay, das merken wir uns. Jetzt bin ich echt wütend. Ja. Also, wie gesagt. Ich merke mir das, dass man da noch überall rein kann. Jetzt aber noch nicht, weil ich brauche noch mein anderes Schwert. Ich hole mir jetzt mal meine Sachen ab. Ich gebe mal eine Quest hier ab. Ja. Ich werde sie auf jeden Fall merken, dass wir hier noch nirgends waren, außer gleich beim Eingang. Okay, ja. Merke ich mir. So, lasse ich jetzt auch leben. Jetzt! Das ist ziemlich annoying. Ja, du bleibst schon hängen da. Ich halte es auf ihm. So, nehme ich gleich mit. So. Auf geht's! Eieieiei, ist er noch da? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Es wäre zu schön, wenn er schon da wäre, wenn er noch da wäre, aber ich glaube es ja nicht, ne? Ne. Okay. Interessant. Der Privatdetektiv, den Siegfried erwähnte, könnte hilfreich sein. Irgendwo muss ich anfangen. Dem könnte ich gleich reden. Hausdetektiv. Ich glaube aber, dass es alles. Ja, das ist eh alles markiert. Tor zum Deich. Okay. Hallo? Korruption ist an der Tagesordnung. Wo sind Recht und Ordnung geblieben? Ich weiß auch. Letzten Mond wurde der Mann meiner Nachbarin verschlungen. Niemand unternimmt etwas gegen die Ungeheuer in der Stadt. Ja, kein Problem. Kann ich machen. Armer Mann. Tür, gehen wir mal ins Haus rein.
Oh! Scheiße! Was hilft gegen die? Der starke Kampfstil, ne? Oder der Gruppenkampfstil, je nachdem. Der Gruppenkampfstil wäre eindeutig die bessere Wahl. Wenn man jetzt Geralt nicht sieht. Aber ich kann mich einfach gar nicht bewegen. Aua. Alter. Diese Kraweier sind echt monströs und ich habe einfach absolut nichts zum Essen. Erdbeere kann ich essen. Sieht alles gleich aus. Ach, die Arme. Naja. Ich würde mal sagen, wir werden. Das Haus ist komplett leer, aber unten gibt es Grabeier. Naja. Warum auch nicht? Nur mal kurz, wir waren hier jetzt in einem Haus. Man kann ja sonst eh nirgends hin. Das merke ich mir. Hallo Siegfried! Wie geht's? Geralt, schön euch zu sehen. Wo geht ihr denn hin? Zum Deich. Kein Durchgang. Das verbietet der Hauptmann. Warum? Befehl des Hauptmanns. Redet mit ihm. Meine Herren, so behandelt man keinen Helden. Das ist Geralt, der Hexer, der Vizima von einer schrecklichen Gorgo befreit hat. Ein Held? Na, das ändert alles. Er ist fast einer von uns. In dem Fall geht bitte durch, Meister Geralt. Wir trinken im Gasthaus auf euer Wohl. Danke, Siegfried. Eine Überraschung in den Kloaken. Ein Ritter der Flammenrose. Von Kopf bis Fuß in Gestank gehüllt. Normalerweise arbeite ich allein, aber es war eine Gelegenheit, einen Ritter in Aktion zu sehen. Ich muss sagen, er hat sich wacker geschlagen für einen Menschen. Solche Dankbarkeit sieht man nur selten. Tja, ja, hätten wir ihn nicht mitgenommen, dürften wir nicht zum Teich. Das finde ich geil. Ich finde das echt geil. Wir haben jetzt bis jetzt eigentlich immer ich will jetzt nicht sagen, die richtigen Entscheidungen getroffen, aber die... Eine Hafenhure! Gefalle ich euch? Was geht hier vor? Arbeitet ihr oder macht ihr einen Spaziergang? Nur ein Spaziergang, denke ich. Aber ich bin flexibel. Ja, so sieht er aus. Vielleicht können wir ein Arrangement treffen. Kann ich hier was schenken? Abgesehen vom Bier, ich könnte dir einen Ring schenken. Aber nie. Macht ihr Witze? Was geht hier vor? Arbeitet ihr? Nur ein... Bestechungsgeld. Linksklickt während eines Gesprächs auf Bestechung, um eine Summe zu bestimmen und zu versuchen, damit Charakter zu bestechen. Tipp. Die Charaktere reagieren unterschiedlich auf Bestechung und mancher mag gar beleidigt sein, wenn das Bestechungsgeld zu bescheiden ausfällt. Huch! Ich möchte nicht reden. Was? Die hat mir jetzt aber Hunger ab. Ich möchte nicht reden. Das gefällt mir gar nicht, Waren zu verladen. Die ist jetzt ernsthaft beleidigt. Naja. Ja, ist mir aber komplett egal. Das Leben in der Armee ist hart. Das glaube ich auch. Toll, jetzt ist sie auch noch beleidigt. So, zu dem Typen. Den Lavarian-Dixbums-Typ. Oh, ich habe gerade was unten. Naja, ist egal. Bestechungsgeld haben wir gerade durchgelesen.
Ich muss mit dem Healer sprechen, der das Hexerschwert hatte, okay? Der Gulfer, ich muss Kalkstein aufsuchen um meine Belohnung. Genau, den müssen wir noch finden. Die beste, also ich muss mit Vincent den Beweis für das Töten der Gorgo geben. Nachdem ich aus der Klage heraus bin, muss ich zu. Okay. Ein Würfelspiel. Ich muss Thala nach dem Silberschwert fragen. Geheimnis der Hexe. Ich beschloss mich an einen privaten Witter zu wenden. Gesucht. Und wir finden. Das kennen wir schon. Nicht, dass ich mir das einfach nicht merke. Ich muss mir im haarigen Bären in Yusima ein Päckchen abgeben. Vielleicht finde ich Yvard in Yusima. Vielleicht finde ich, um meine Belohnung zu erhalten. Genau. Zu dem gehen wir noch. Ich habe den Verdacht, dass der Hauptmann der Stadtwache Vincent Mais mit Azar zusammenarbeitet. Ich werde versuchen, die Wahrheit aus ihm herauszuholen. Weitere Informationen über Vincent findet ihr im Abschnitt Charakter des Tages. Ich muss mit Vincent über diese Salamandra sprechen. Wer es findet, dem gehört es. Ich fand die Erbstücke sogar sehr viele davon. Jetzt muss ich wiederum zu einem Auftraggeber zurückgehen. Ich werde ihn beim Eingang zu den Klagen finden. Das ging ja schon. So. Einmal speichern. Jetzt haben wir den natürlich die Hafenhure beleidigt. Naja. Auch schade. Ja, aber ich wollte dir keine 230 geben. Hallo, Deklan Leuwarden. Ihr schon wieder? Die haben euch in die Stadt gelassen? Seid ihr Leuwarden? Der bin ich. Reden wir. Ja. Genau. Ich habe euren Freund begraben. Traurig, in einem vergessenen Dorf zu enden. Es war ein anständiges Begräbnis. Er hat einen eigenen Sarkophag bekommen. Gut. Ich danke euch von ganzem Herzen. Habt ihr nicht etwas vergessen? Ach ja, richtig. Eure 200 Orens. Ich weiß nicht. Ich glaube, es waren mehr. Ja? Wie laufen die Geschäfte? Glaubt ihr, ich verkaufe Runkelrüben? Ich mache Geschäfte, die ihr nicht einmal erahnen könnt. Verstehe. Ihr seht ohne Zweifel Gespenster. Ich warte hier auf wichtige Neuigkeiten. Reden wir. Ja? Kann ich dir was verkaufen? 40, 60, 120. Den hätte ich schon fast hergeschenkt, der Familienring. Aber danke. Fährmann, der interessiert mich nicht. Jetzt hier mal um. Doch, den kann man auch reden. Warum nicht? Transportdienstleistungen günstig wie nie. Ja, wohin fahrt ihr? Ich bringe euch von Yusima zu den Sümpfen und wieder zurück. Ah, ja. Wir sehen uns noch. Da will ich aber noch kurz hin. Ich glaube, das Sümpfe ist Kapitel 3, wenn ich mich nicht täusche. Es ist nicht gut, es regnet. Ja, das ist furchtbar. Das ist grauenhaft, wenn es regnet. Hier wäre eine Feuerstelle. Okay. Gut, dann auf zurück. Schon ein Fährenmann, der weiß, wie sich was sich gehört. Auch der Warden. Wir müssen uns jetzt um unsere Sachen zurück. Das kann es ja nicht sein. Was ist da oben? Wo komme ich denn hier hin? Steht hier ganz? Alt Yusima. Auf der anderen Seite des Tores tötet die Katriona-Pest jeden Tag Dutzende. Ich fürchte, die Quarantäne ist sinnlos. Kann ich da raus? Nein, kann ich nicht. Alt Yusima, okay. Nach Alt Yusima will ich nicht. Was machen wir jetzt noch? Also ich habe noch gute 20 Minuten für diese Aufnahme, also für diese zwei Folgen. Hallo, Hafenhure! Dieser Regen endlich ein Ende. Ja, sitzt hier mit mir, hat er immer nicht regnet. Ich möchte nicht reden. Das gefällt mir gar nicht. Nein, da weiß ich rothaarig. Naja, wir haben auch Triss. Triss ist auch rothaarig. Bis jetzt hatte Geralt eigentlich immer nur was mit den Rothaarigen, wenn ich mich nicht irre. Die Triss war rothaarig, die Abigail war so orangefarben, was aber auch zu rothaarig passt. Die war auch rothaarig, mit der hätten auch was haben können. Der Mickrige sollte es das nicht wert.
Pechschwarz. Schild? Schild. Raimund Marlöwe, Ermittler. Hallo, Pechschwarz. Seid gegrüßt, werter Herr. Hi. Seid gegrüßt. Wer seid ihr? Ein Schuhputzer. Ich befreie eure Stiefel vom Schlamm. Nur 2 Orens. Ja, warum nicht? Eure erste Reise nach Vysima? Ja, eigentlich schon. Kann man so sagen. Erzählt mir etwas darüber. Hier gibt es große Probleme. Die haben wegen der Pest eine Quarantäne verhängt. Eichhörnchen kämpfen gegen den Orden. Ungeheuer vermehren sich 100-fach. Und wir müssen uns mit Banditen auseinandersetzen. Wie ein Barde einst gesungen hat, ist Vysima wie ein Bordell, das in Flammen steht. Ach du Scheiße, mit dem können wir viel reden. Eieieiei. Erzählt mir von der Pest. Die Pest veranlasste den König, eine Quarantäne zu verhängen, die den Kaufleuten schwer zusetzt. Alt-Vysima wurde abgeriegelt. Leider werden auch die Stadtbewohner hier krank. Sie werden zusammengetrieben und in Majorans Krankenhaus geschafft. Ah ja. Ich interessiere mich für Banditen, aber nicht die gewöhnlichen. Irgendwas ist da seltsam. Sie gehen brutal und zielstrebig vor und agieren überwiegend nachts. Ihre Ziele bleiben unklar. Ah ja. Erzählt mir mehr von dem Orden und den Eichhörnchen. Die Skoyatell führen außerhalb der Stadt einen Guerillakrieg. Der Orden der Flammenrose trat an die Stelle der Spezialeinheiten. Der Hass auf die Anderlinge nimmt täglich zu. Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass sich was Böses zusammenbraut. Boah, wenn die so viel reden da, also um die Zeit, es ist ja auch schon wieder 2:30, es ist... Wenn die Leute so viel reden, da denke ich mir auch immer, oh, der Geistliche! Da denke ich mir auch immer, boah, jetzt werde ich recht müde, ne? Wenn ich nicht selbst bin, sondern einfach nur rede mit den Leuten. Naja. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Es wird euch nicht schwerfallen, Arbeit zu finden. Fragt Kaufleute. Außerdem gibt es Probleme auf dem Friedhof. Ah, okay. Interessant. Soll ich mir Notizen machen? Gibt es hier etwas Sehenswertes? Wir haben Kaufleute, einen Alchemisten, ein großes Krankenhaus. Ah, okay. Ihr redet nicht wie ein Schuhputzer. Jeder hat so seine Leichen im Keller. Lasst mich eure Stiefel versorgen. Ich habe euch lang genug gelangweilt. Ach nee, eigentlich nicht.